Das ist die rechte Hand der Präsidentin, der Direktor von Bridges. Bei Hartman? Oh, du warst bei Bridges 1. Gut, dann muss ich euch wohl nicht vorstellen. Wie lange ist es her, Sam? 10 Jahre? Sieh uns nur an. 2 unsterbliche Freaks treffen sich hier. Naja, freut mich, dich zu sehen. Die Präsidentin wartet. Es ist deine Mutter, Bridget. Sie ist etwas neben der Spur, aber sie erkennt dich ganz bestimmt. Damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Death Stranding. Gehen wir mal unsere Mama. Frau Präsidentin, Sam ist hier. Wir lassen euch beide allein. Sam, ich wusste, du kommst zurück. Geht es dir gut? Ich weiß, du hasst mich. Amelie. Amelie? Du weißt, dass sie nach Westen ging. Sie hat 3 Jahre gebraucht. Sie will das Land wieder aufbauen. Die Sache lässt euch nicht los, ha? Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Hilf Amelie, sie braucht dich. Gemeinsam könnt ihr uns wieder verbinden. Ihr zwei könnt Amerika retten. Sam, wenn wir nicht alle wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit das hier nicht. Wir brauchen kein Land. Nicht mehr. Oh doch, allein haben wir keine Zukunft. Nein, Amerika ist am Ende. Bridget, du bist die Präsidentin von Garland. Sam, hör mir zu. Du willst mir also doch helfen. Nein, ich... Ich liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Frau Präsidentin! Oh nein. Okay. Doktor, wir brauchen Ihre Hilfe! Hallo. Fürs Protokoll, ich war es nicht. Sie reagieren nicht.
Gottes Willen, der Boden sieht auch nicht gerade besser aus. Hör zu, niemand darf wissen, dass die Präsidentin tot ist. Wenn das rauskommt, ist Bridges geliefert. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht, klar? Ja, Direktor. Aber was ist mit der Leiche? Ohne die Leichenentsorgung. Darum kümmern wir uns. Sam, vor ihrem Tod schloss die Präsidentin einen Vertrag mit dir. Was soll das heißen? Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren? So wie sie es versucht hat? Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Wenn das kein Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Direktor, der Krebs hat ihren ganzen Körper befallen. Die Entnahme von Organen ist unmöglich. Und eine Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und was soll ich tun? Wir haben momentan keinerlei Boten. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Leiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der leere Sturz hat die Straße von Capital North City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es nur noch zu Fuß. Durch die Berge. Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehrer. Ich also. Warum? Sam, du bist bereits im Dienst. Jetzt mach deinen Job, Sam Porter Bridges. Okay, also schleppen wir eine Leiche durch die Gegend. Ich meine, hey, ist ja nicht so, dass das irgendwie unangenehm wäre oder so. Zu Fuß, ohne Motorrad, durch die Berge. Ich wäre eigentlich mal Motorrad sinnvoll. Die könnten mir mein Auto spendieren. Darf ich etwas sagen? Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hört zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, was dann? Wer ersetzt sie? Seht ein. Amerikas Geschichte. Sam, Amerika ist noch nicht tot. Er sagt doch, es stirbt, wenn Bridget stirbt. Sie mag verloren sein. Aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Bitte was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam, und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Wenn wir nicht alle wieder zusammenkommen,
wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Zeit läuft ab. Ich liebe dich, Sam. Ich warte auf dich am Strand. Ja. Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben den Verbrennungsofen in den Bergen gebaut, damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen. Klingt das nach Spaß. Super. Ich laufe mit der Leiche auf dem Rücken einen Berg rauf. Klingt nicht spaßig. Aber gut, was soll man machen? Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wo ist denn das? Ja, die Leiche. Kapitel knapp. Achso, das ist der Ausgang und wir müssen. Das heißt aber, wir müssen doch da lang, raus, hoch. Gibt's doch nichts anderes, oder? Gucken wir mal. Ne, blöd. Das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.